Ja, also ich habe eigentlich dank dem Sachbearbeiter eigentlich den Einstieg ins Marketing gefunden. Ich habe eine Marketingstelle bekommen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser am Anfang. Und bin eigentlich dort für das komplette Marketing zuständig. Also von A bis Z mache ich dort alles. Ich bin Sarah und ich habe hier an der KV Business School den Bildungsgang zur Sachbearbeiterin im Marketing und Verkauf absolviert. Ich habe vorher im Innendienst geschafft und das ist halt so der klassische, ich habe die KV-Lehre gemacht und arbeite mal auf dem Bürojob. Es war cool, ich habe viel können machen, habe dann aber irgendwann schon gemerkt, ich will vor allem etwas weitermachen und mich in eine Richtung spezialisieren. Und weil ich eigentlich gerne kreativ bin und gemerkt habe, Marketing wäre noch das, was mich interessiert, habe ich gefunden, das wäre glaube ich, die Richtung, die ich einschlagen könnte. Ja, weil ich bin eigentlich schon sonst so der Typ, ich bin mehr der Praktiker als der Theoretiker. Aber jetzt im Nachhinein merke ich, wie wichtig es ist, einen genauen Plan für irgendetwas zu haben. Am liebsten hatte ich Kommunikation, also Kommunikationsinstrument. Und auch Marketinggrundlagen haben mir eigentlich sehr gut gefallen, weil es ist ja, der Lehrgang ist ja Marketing und Verkauf. Weil ich aber gewusst, dass ich mich mehr ins Marketing will. Fokussieren haben mich halt logischerweise die Fächer auch ein bisschen mehr interessiert. Ich habe alle Lehrer mega kompetent gefunden, weil halt alle in der Praxis arbeiten. Das merkst du einfach, weil sie mega viele Beispiele aus der Praxis einbringen können und dir das nicht nur theoretisch im Buch vorstellst, sondern irgendwie auch kannst in der Realität vorstellen. Das ist etwas, wo man glaub, ich habe mir jetzt manchmal mit Beispielen in den Sinn kommen von den Dozenten, wo dann halt irgendwie nicht eins zu eins kannst übernehmen, aber irgendwie mal ein Ansatz ist und irgendwie kannst du darauf aufbauen, wieder wenn du es halt in der Theorie liest und denkst, was mache ich jetzt? Nein, ich finde schon, es ist wichtig, dass man sich weiterbildet, weil erstens so viele KV-Lehrende jedes Jahr rauskommen, die so gut sind. Langsam kommen all die raus, die digital aufgewachsen sind. Also Social Media ist für die nichts Neues. Klar, man kann irgendwie allgemein einfach irgendwo arbeiten, aber ich glaube, wenn man sich mal auf eine Richtung festlegt, ist es mega gut, wenn du dich weiterbildest. Gerade auch, weil ja, sich ständig die Welt neuert und immer neue Sachen kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht einfach stehen bleibt, sondern mit dem Wandel mitgeht.